Ja, ein herzerfrischendes Moin Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo. Ja, worum geht es dieses Mal? Einmal so eine kleine Info, die ich euch jetzt erstmal geben möchte. Einmal zur Sache dem 4-3 Let's Play Together. Da haben wir derzeit das Problem, also ab dem morgigen Tag wird da erstmal kein weiterer Part kommen. Erstens, ich habe nichts mehr auf Vorrat. Und zweitens, bei dem guten Kollegen Xenexy ist leider die Grafikkarte kaputt gegangen. Das heißt, er muss sich jetzt erstmal eine neue Grafikkarte besorgen, kaufen, wie auch immer. Oder vielleicht sogar einen neuen PC. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das Projekt jetzt erstmal, ja, bis halt der gute Tobi wieder eine neue Grafikkarte hat, wird das jetzt erstmal pausiert sein. Und ja, dafür wird jetzt erstmal ab morgen der Parte 2 bei mir gestartet. Entschuldigung, gerade verschluckt, meine Güte. Ja, das ist so gesagt erstmal der Ausgleich dafür, dass jetzt 4-3 erstmal eine kleine Pause macht. Und bei Saints Row the Third wird es wahrscheinlich genauso sein. Weil, so wie ich das jetzt heute Abend mitgekriegt habe, beziehungsweise mitbekommen habe, ist bei dem guten Zero leider genau dasselbe Problem aufgetaucht. Bei ihm ist leider auch die Grafikkarte Schrott gegangen. Und jetzt weiß ich nicht genau, wann er sich da eine neue Karte kaufen kann. Und zwar, okay, es ist jetzt nicht mehr so viel zu machen bei Saints Row, aber dass ich den Rest jetzt alleine aufnehme ohne Zero, wie gesagt, ich sehe es nicht ein, weil es ist ein Let's Play Together. Und dass ich jetzt da die restlichen Missionen und dann auch die DLCs alleine zocke bei dem Let's Play Together, das sehe ich nicht ein. Ich habe Zero gesagt, er soll sich da Zeit lassen. Also bis Part 105 habe ich jetzt noch auf Vorrat. Die sind auch schon alle hochgeladen. Pro Tag wird ja immer ein Part freigeschaltet. Und ja, nachdem dann Part 105 hochgeladen ist, wird das Projekt dann auch erstmal so lange pausiert, bis halt dann Zero entweder eine neue Grafikkarte hat oder halt ein, ja, wie sagt man, ja, entweder er holt sich eine neue Grafikkarte oder halt einen ganz neuen PC. Keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert bei ihm, weil er hat jetzt auch ein paar andere Sachen noch zu tun und zu erledigen. Ja, also wie gesagt, das Saints Row Projekt ist jetzt dann erstmal so weitestgehend pausiert. Dafür wird dann aber noch ein anderes Projekt gestartet, was für mich auch, ja, man kann sagen, halb blind ist. Und zwar das wird sein hier Penumbra Black Plague, also die schwarze Pest, was ich auch schon seit einiger Zeit machen wollte. Und ja, das wird es halt als kleines Nebenprojekt dann noch gestartet. Also der Part 2 nimmt jetzt erstmal den Platz als Hauptprojekt bei mir ein. Also neun Parts habe ich jetzt schon aufgenommen und auch schon fertig gerendert. Das Einzige, was bei der Part 2 so ein bisschen problematisch ist, ist bei den Zwischensequenzen, wenn halt gesprochen wird. Also jetzt nicht im Spiel direkt, sondern einfach nur bei den Zwischensequenzen, wenn ich sag mal, wenn jetzt ein Video abgespielt wird. Und da dieser besagte Sound von der Stimme, die halt spricht. Das ist ein bisschen zu leise, aber ich kann da leider nichts dran ändern. Ich habe da schon alles Mögliche versucht. Sogar mein Mikro habe ich schon eigentlich, man kann sagen, auf volle Pulle gestellt. Und mein Mikro ist sogar manchmal in den Aufnahmen auch saumäßig leise. Also da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen, damit das dann erstmal richtig wieder zur Geltung kommt. Beziehungsweise, dass ich dann richtig verstanden werde. Na, also ab dem 10. Part werde ich hier nochmal irgendwie versuchen, das richtig einzustellen. Und ja, müssen wir jetzt halt mal gucken, wie das jetzt so mit den Projekten weitergeht. Und ja, ich muss halt mal gucken, was ich jetzt da noch so als weitere Projekte nehme. Also die Minecraft Hunger Games, das sind ja nur so, ja, so gesagt Nebenprojekte. Beziehungsweise ein Nebenprojekt, was ich jetzt nur mal so zwischendurch mal aufnehme und hochlade. Ist jetzt nichts Besonderes für mich, aber halt jetzt der Parte 2 und jetzt halt auch Penumbra Black Plague, was ich noch nicht aufgenommen habe, das muss ich erst noch aufnehmen, aber das wird wahrscheinlich auch erst zur nächsten Woche dann passieren.
Oder ich will versuchen, dann morgen noch was aufzunehmen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das so zeitlich hinkriege. Wie gesagt, wenn jetzt in der nächsten Zeit mal ein paar Videos weniger kommen, dann sei es mir bitte verziehen, weil ich die nächsten Tage, ich habe wirklich ein bisschen mehr Stress. Dadurch, dass ich jetzt Sonntag auch den ganzen Tag unterwegs bin, wobei ja Sonntag eigentlich immer mein Hauptaufnehmtag ist. Aber da bin ich wirklich den ganzen Tag unterwegs, da bin ich in Staßfurt zum Freundschaftsspiel, zum Kegeln. Also da wird es dann wirklich ein bisschen knapp mit dem Aufnehmen. Aber ich will wirklich dann gucken, dass ich dann abends noch ein bisschen was aufnehmen kann. Nur das wird sich dann noch ein bisschen zeigen und hinziehen und ja, müssen wir halt gucken, wie das alles so läuft. Gut, also das sollte jetzt nur mal so ein kleines Infovideo für euch sein, dass ihr da Bescheid wisst. Das ist erstmal Saints Row ab Part 105. Ist dann erstmal so gesagt auf Eis gelegt. Genau wie ab heute mit 4.3 ist jetzt auch erstmal auf Eis gelegt durch die kaputten Grafikkarten von Zero und von Xenix. Da müssen wir halt jetzt erstmal warten, bis die Grafikkarten wieder soweit im Schuss sind oder in Ordnung sind oder wie auch immer. Ist ja auch scheißegal. Ja, dafür jetzt die neuen Projekte der Pate 2 und Penumbra Black Bleak. Dass ihr dann erstmal ein bisschen, ja, man kann sagen, so ein bisschen. Ja, wie nennt man's? Muttchen, sag's mir doch. Dass ihr da so gesagt einen kleinen Austausch für habt. Dass ich jetzt die Let's Play to Gas jetzt einfach nicht weitermachen kann. Dadurch, dass ja die Sachen halt bei den Leutchen jetzt kaputt gegangen sind, möchte ich ja euch nicht jetzt darunter leiden lassen, dass ich jetzt erstmal gar nichts weiter hochladen kann. Na, und dafür gibt es dann halt diese zwei neuen Projekte, die ich jetzt auch schon angefangen habe, beziehungsweise der Pate 2 habe ich schon 9 Parts aufgenommen. Und bei Penumbra, das muss ich jetzt halt noch, ja, vielleicht morgen Abend dann so erstmal anfangen. Aber das wird noch alles klappen. Gut, damit wisst ihr erstmal Bescheid. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, dass jetzt erstmal diese zwei Projekte auf Eis gelegt sind. Aber naja, wir können es halt nicht ändern und alleine weitermachen will ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Wie gesagt, sind Let's Play Togethers. Und wenn dann halt bei einem irgendwie mal was kaputt geht oder ein Problem auftaucht, dann muss eben das Projekt mal ein bisschen darunter leiden. Ich kann es nicht ändern. Gut, meine lieben Freunde, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Tag, wann ihr immer dieses Video guckt. Ja, mir bleibt nur eins zu sagen. Ich sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao.